Die sind alle unter mir. Na? Nein! Ah! Nicht mich vergiften, nicht mich vergiften! Willkommen zurück, meine lieben Jungs, zu Let's Play Hardcore. Und wir sind immer noch in 1.5 für die von euch, die sich da wundern, warum wir noch auf 1.5 spielen. Einfach weil die Shader sind einfach zu... Was ist mit den Shadern los? Shader? Shader? Doch, die Shader sind an. Es wirkt irgendwie gerade sehr hell alles, habe ich das Gefühl. Aber die Shader sind definitiv an. Und definitiv... What? Junge, raus aus meinem Haus! So geht es nicht. So geht's nicht. Ja. Die läuft einfach mal, brennt in mein Haus rein. Denkt, er kann sich alles erlauben, nur weil er brennt, oder wie? So ein Spacko. Nee, Junge, so geht's nicht. So geht's definitiv nicht. Wir müssen das hier dringend schnellstens zubauen, aber no risk, no fun erstmal, weil was ich auch finde, beziehungsweise was mir natürlich geschrieben wurde, ist hier, dass die vielleicht noch ein bisschen mehr Licht brauchen. Oh, hier sind sogar schon zwei fertig. Aber brauchen die so Licht? Man könnte nämlich hier so ein Fenster so reinhauen. Ich weiß nicht, ob das so cool ist. Das ist cool? Ich weiß ja nicht. Das geht schon ziemlich weit nach außen, bis man da mal Licht hat. Ist das cool? Man könnte es ja hier einmal probieren, ob das cool ist, oder? Und, weil es ist so ein bisschen treibhausmäßig. Okay, treibhausmäßig ist es nicht, wenn hier nur zur Seite was offen ist, aber trotzdem. Trotzdem, ich glaube, das wäre ganz witzig, oder? So witzig und so. So. Haha. Ja, komm, da kann man nichts sagen. Doch voll schön, ey. Ey, klick und klick. Voll schwer, das zu treffen, warte. Nee, scheiße. Treffe ich das? Jawoll. Ja, ist doch voll nice, Mann. Voll hübsch und so. Kann man auch gar nichts sagen. Hier oben muss nochmal wieder Erde rein. So, und dann muss ich was essen. Ja, ist doch voll geil. Jetzt haben wir auch noch Tageslicht drin. Da kann mir wohl niemand mehr irgendwas sagen. Also ich finde das schön, ja. Ich finde das äußerst, äußerst schön. Ich möchte mein Eisengolem hier oben aufstellen. Aber dann muss ich den irgendwie so ein bisschen einzäumen, weil sonst läuft er mir vielleicht weg, ne? Läuft der Eisengolem mir hinterher, wenn ich irgendwie sage, bleib hier oder nicht? Vielleicht kann er auch so weit springen, dass es eh egal ist und er eh weglaufen kann. Who knows? Ich weiß es nicht, aber ich möchte den bauen. Aber wenn ich den bauen möchte, dann sollte ich auch gleichzeitig mal davor meinen einen Kürbis, ich habe ja nur einen einzigen, den soll ich mal anbauen wahrscheinlich. So, das mache ich doch, wenn mich nicht alles täuscht. So, genau. Jetzt habe ich nämlich 4 Pumpkin Seeds. Und die kann ich doch eigentlich einfach anpflanzen. Sollen wir es einfach nochmal weiter nach hinten hier ausbauen? Ich denke mal, dass es das Sinn... Ah, aber ich habe keinen Bock, das hier nach hinten auszubauen. Da muss ich das nämlich so ewig alles machen. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Weil da muss ich das Gewächshaus ja komplett auch so erweitern. Ich könnte ja auch einfach stattdessen hier so frei machen. Hier die 4 Stück. So, ne, schauen Sie mal. Und dann kann ich einfach, dafür muss ich jetzt aber erstmal meine Knochen, die ich nicht habe, damit ich hier kein bisschen von dem Weizen verschwende, muss ich mir erstmal ein bisschen Knochenstücke holen. So. Knochen. Ja, nicht komplett Bone Meal. Aber so, hier ein bisschen bewahre ich mir noch auf, falls ich mal Hunde finde oder sowas. Zurück. 39, ja, das sollte ein bisschen reichen. So, da kann ich alles hier mal fertig machen. Hui, hui, hui. Oh, ne, seht ihr? Jetzt reicht er mich nicht mehr bis ganz zum Ende hier immer. Das ist ziemlich kacke. Da, und fertig. Hä? Ach, das habe ich hier schon. Wieso ist das hier weg? Warum ist das weg? Hä? Seeds? Pumpkin Seeds. Ist das hier weg, weil ich das Licht weggemacht habe? Oh nein. Oh Mensch, ja. Das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht in Ordnung. Das ist einfach verschwindet dann. Naja, so, das haben wir hier mal und das hier auch. So. Und jetzt kann ich ja hier eigentlich nochmal ganz normale Erde eigentlich ansetzen. So. Die muss auch gar nicht gehakt sein. Und wenn ich jetzt hier nämlich die Pumpkin Seeds ransetze. So. Dann müsste eigentlich hier, müssten dann, wenn die hier ausgewachsen sind, mal sehen hier, ob ich das so machen kann. Ne? Hey, nochmal. Hey, nochmal. Ne, nochmal geht nicht. 1, 2. 1, 2. 1, 2. So, ne, noch ein. So.
Dann müsste eigentlich hier mit der Zeit müssten hier Kürbisse entstehen, die ich dann abbauen kann. Also wenn ich das alles richtig verstanden habe. So, und für den Rest setze ich wieder ganz normales Seeds hier hin. Ne? Und dann kann ich mir auch gleich meine ersten Brote machen. So. Okay. So. Auf geht's. Alles fertig soweit? Ja, oder? Doch, kann man so lassen. Kann man so lassen hier erstmal, unsere kleine Farm. Gut, dann... Ich kann mir eigentlich mal eine Extrakiste für solche Seed-Geschichten einfach mal bauen. Habe ich genug Holz im Inventar? Nein, vielleicht hier. Ja, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 brauche ich da. Soweit ich weiß, dann machen wir uns einfach mal so eine extra Kiste, die nur für Samen und sowas alles. Das ist unsere Samendatenbank, Samenspeicherdatenbank, wie auch immer man das nennt. So, wo setzen wir das denn hin? Nirgendwo, wo es so viel Platz wegnimmt, ne? Das will ich ja auch nicht, dass das hier so Platz stiehlt, aber das ist jetzt gerade ein bisschen kacke. Wo tue ich die denn hin? Kacke. Soll ich den hier auch nochmal weghauen? Und einfach darauf setzen, das kann man mal bringen. So. Ja, kann man machen. So. Unsere Samenspeicherdatenbank-Zeugs. Einen hiervon, weil ich brauche nur 9 für Brote erstmal. Und Seeds kommen auch hier hin. Ich glaube, das wäre es erstmal, was da reinkommt. Naja, bauen wir ja auch noch, weil das brauche ich ja nur hier eigentlich. So. Da haben wir eine extra Kiste dafür. Und können uns eine Tür zu machen natürlich. Selbstverständlich. Wo haben wir unser Wheat? Hier. Dann machen wir uns hier nämlich mal ein bisschen Essen. Ist trotzdem immer noch voll wenig Essen. Und dabei ist Essen so wichtig. Das ist gar nicht gut. Und es ärgert mich richtig, dass ich keinen Diamanten habe. Sonst kann ich nämlich jetzt hier schon... Ich habe Level 27. Aber was ich hier alles verzaubern könnte schon. Stattdessen ist im Moment jedes Level, was ich sammle, entspricht 5 Leveln, wenn ich wieder von 0 anfangen würde. Das heißt, es ist voll unnötig jetzt die ganze Zeit. Nee, nur weil ich keine Diamanten finde. Ist voll traurig, ja? Voll traurig. Ich wollte Diamanten haben, aber ich habe sie nicht bekommen. Das ist echt höchst traurig. Naja, ich wollte mich ja eigentlich ein bisschen dem Hausausbau widmen. Aber wollte ich da als Boden wieder Holz nehmen? Weil wenn ich da Holz nehme, dann bräuchte ich ja erstmal wieder voll viel Holz. Und brauchte ich da das Holz? Ich glaube schon, das ganz normale Holz ist eigentlich ganz cool dafür. Aber wo holze ich denn da mal was ab? Eine Iron Axe habe ich ja hier. Nur wo holze ich hier was ab? Ich habe mir echt hier eine Kackgegend, ehrlich gesagt, ausgesucht, ne? So viel Schnee und so weiter. Das ist gar nicht so gut. Und hier sind überall so krass viele Hühner, ne? Kranke Scheiße. In der anderen Richtung waren ja auch so viele. Die kann ich mir dann, muss ich mir... Da hinten auch schon wieder. Ne, das sind Blumen. Kann man mal verwechseln. Ja, ist ja in Ordnung. Aber wenn ich Essen brauche, dann muss ich die eigentlich einfach mal alle zusammentreiben. Haben wir eine Schlucht? Oder wie geht das hier rein? War ich hier schon mal? Ich weiß das gar nicht. War ich da schon mal drin? Habe ich ein Schwert mit? Ja. Habe ich genug Torches? Nein. Wenigstens. Da unten sind nämlich im Zweifel welche. Hallo. Shalom. Frieden. Alles okay. Alles chillig. Ich baue erstmal ein bisschen... Bevor ich das hier erkunde, bräuchte ich ein bisschen Kohle auf jeden Fall. Um einfach mehr Fackeln machen zu können. Eisen kann ich auch mitnehmen. Eisen ist immer gewünscht. Immer toll. Immer super duper. Mann, ich möchte Diamanten haben. Es kann doch nicht sein, dass ich da ewig in der vorletzten Folge gesucht habe und keine Diamanten gefunden habe. Das darf einfach nicht wahr sein, wisst ihr? Nee, nee, nee. Da, lasse ich nicht locker jetzt. So, jetzt. Die 15 sollten mir jetzt aber mal reichen. Da brauche ich noch ein bisschen Holz. Holz habe ich keins mitgenommen. Scheiße. Dann nehmen wir einfach mal hier ein bisschen Holz von. 8 Stück. Und machen daraus 20 Sticks. So. Oder 16 Sticks waren es, glaube ich. Nur so. Und 4 Sticks hatte ich noch so. So oder so. Auf jeden Fall jetzt muss ich mal ein bisschen umsortieren. So. Hallo. Dass das so dunkel ist. Nee, nicht schön. Das geht aber gut runter. Was für eine Höhe bin ich denn schon? 36. 36 ist eine gute Höhe. Das, da unten geht es ja noch ein bisschen weiter, aber hier nehme ich erstmal ein bisschen Eisen mit. Vielleicht stoßen wir doch nochmal auf Diamanten. Das wäre natürlich schön. Das wäre natürlich schön. Hallo. Wieso ist denn das so dunkel?
Creeper! Nein! Spacko! Denkst du wohl? Ja, la 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 la. Wissen. Hier ist noch weiter runter. Kommt da oben einer? Nein. Kommt hier einer? Nein. Nein, 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 alles cool. Ah, Fledermaus. Ah, was? Sprintbug. Ah. Yeah, yeah, yeah. Was für eine Höhe ist das jetzt? 27, noch zu. Ah, es geht noch weiter runter. Wo, hinter mir einer? Nein. Nein. Junge! Da hinten sind Spinnennetze. Das heißt, da ist ein... Oh, sind viele Spinnennetze? Wie viele Spinnennetze sind da? Habe ich einen Eimer mit? Nein. Und eine schlafende Fledermaus. Erstmal das hier alles. Bisschen beruhigen. So. Und so. So, so. Und so. So, so. Weg damit. Uah. Da war's kurz zappenduster hier. Brauch mehr Licht. Mehr Licht. Und dann erstmal... Oh, hier Spinnen. Ich hoffe, es sind keine Minenspinnen. Ich hoffe, es sind keine Minenspinnen. Auf jeden Fall habe ich eigentlich... Na, ich habe nur noch ein Brot mit. Und ein Rotten Flash. Oh shit, das ist ein Spawner. Das ist ein Spawner. Oh, 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 oh. Zubauen, zubauen. Puh. Das ist ein Spawner, liebe Leute. Das ist ein Spawner, sonst wären da nicht so krass viele Spinnenweben. Und Spawner sind nie gut. Und ich höre die Spinnen unter mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir laufen einfach mal ein bisschen oben lang hier. Oh Kacke, ich hoffe, die können hier nicht hochkommen jetzt. Puh. Ah, scheiße, ich sehe eine. Ah, zumachen. Ah, ah, ah. Niemand von hinten? Scheiße, zumachen. So. Ah, scheiße. Lass sie nicht da hochkommen. Gott. Die sind alle unter mir. Na? Nein! Ah! Nicht mich vergiften, nicht mich vergiften! Fuck you all, Junge, fuck you all! Nein, 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 nein! Zubauen. Reicht das schon? Weiß nicht, ob das schon reicht. Ich muss hier noch zusauen. Hahaha, yes! Jetzt dürfen die ja eigentlich nicht mehr durchkommen. Also eigentlich habe ich jetzt hier aus... Oh Gott, da vorne geht's weiter. Aber keine... Kein Spawner mehr. Der Spawner war nur hier runter. Oh. Aber ich hab's denen gezeigt, Junge, ja? Ihr kommt hier nämlich nicht so einfach durch. Spockos. Ah. Nee, nee, nee. Dieses Verhalten kann ich nicht unterstützen. Okay. Hier geht's runter. Ich mach erstmal, ich muss immer mal mich dann erinnern, dass ich einfach mal Wasser hier ausmachen sollte. Und hier nochmal ein bisschen Eisen mitnehmen. Und dann gehe ich hier runter. Aber ich. Ah. Halt eben habe ich über Lava irgendwie Obsidian-Dings-Scheiß gehört. Das habe ich getan. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Auf jeden Fall steige ich weiter ab und wir sind auf Höhe 24. Also wenn ich jetzt keinen Diamanten mehr finde. Junge, ja. Allein, dass ich jetzt spontan reingegangen bin. Und jetzt werde ich welche finden, ja. Auf jeden Fall, ja. Und wenn es in der nächsten Folge ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.